So, und damit herzlich willkommen zu der langen Folge heute. Am Montag. Es ist weird. Einfach so, hey, willkommen zur nächsten Folge. Während dass man hier in so einer Aufnahmesession sitzt. Oh, ich kann mal wieder Zwiebeln ernten. Uiuiui. Entweder sind das die letzten oder die vorletzten. Lass mal sehen. Kriegen wir jetzt noch mal ein bisschen Geld, Gott sei Dank. Das heißt, die Erdbeeren sind auch gewachsen. Da kriegt man auch Geld für die Erdbeeren. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, warum ich den Rest noch gieße, aber na, was soll's. Ja, hier kommt dann. Hier wird dann. Ich glaube, der Grünkohl oder was auch immer wir geholt haben, angepflanzt. Also, ja. Schauen wir mal. Wahrscheinlich keine Post. Oh, nevermind, wir haben Post. Morning. Morning. Morgen findet das Kürbisfest statt. Die Dorfbewohner tragen alle eine Kürbismaske. Das ist zum ersten Mal so, dachte ich, das Dorf wurde vom Monster angegriffen. Ach stimmt, morgen ist ein Fest. Belastend. Stella, morgen findet das Kürbisfest statt. Wenn du teilnehmen möchtest, musst du nur einen Kürbis auf den Kopf tragen. Ich hoffe, du bist dabei. Ich hab noch mehr Briefe, Entschuldigung. Alles für den Herbst vorbereitet? Weißt du eigentlich, dass übermorgen der Herbst beginnt? Im Herbst wird sämtliche Frühlingssaat verdorrt sein. Besuch also unser Geschäft und kauf dir neue Herbstsaat. Frühlingssaat? Wir sind im Sommer. Kann ich mir. Ich meine, ich weiß, dass ich eine Kürbismaske craften kann. Moment. Ich weiß, dass ich bei Eric einen Kürbis kaufen kann. Das weiß ich. Könnte ich machen. Hab alles da. Ich glaube. Dann kaufe ich mir einen Kürbis. Dann bei Eric. Und schließlich wollen wir aber den Fest teilnehmen. Wir wollen ja schließlich dabei sein, ne? Wir wollen ja nicht aus. Das bringt ja schließlich Freundschaft zu unseren Dorfbewohnern. Also von daher. Wieso nicht? Ich glaube, das Fest habe ich noch nie gemacht. Es fängt so langsam an, also ich glaube im Herbst war ich noch nie, ich habe meistens nur im Sommer gespielt. Das heißt, wir nähern uns, was die Jahreszeiten technischen angeht, mein Limit an Wissen. Storymäßig bin ich noch gut dabei. Wie gesagt, ich habe es nicht vollständig durchgespielt, ich kenne es zum Teil. Deswegen wird es interessanter, es dann durchzuspielen. Ja, ich glaube, das ist jetzt der zweite Tag, wo der keine Wolle hat. Das muss ich dann mal testen. Wir holen jetzt doch eh jeden freien Tag noch ein Monster. Wie sieht es eigentlich futtermäßig aus? Wir haben 161 Futter. Ich muss halt bedenken, ich darf halt nicht zu viele Tiere holen. Ich meine, ich brauche für ihn jetzt schon alleine dann 30 Futter für den Winter. Wenn ich zwei Tiere habe, brauche ich 60. Mit 10 Tiere bin ich dann bei 300. Pro Monat. Das heißt, ich müsste dann wahrscheinlich nochmal Gras anpflanzen, damit ich mehr Gras habe. Ich gieße erstmal, dann kann ich ernten. Das Energieaufwendige wegmachen hier. Bam. So, Erdbeeren. Ich würde die gerne verbessern, dass ich mir mal Erdbeeren Stufe 2 haben, aber ich habe erstaunlicherweise nicht das Rezept dafür. Ich muss mal sehen, was es so für Generatoren gibt bei Louis. Stimmt. Ich würde mir eigentlich Garmaschine holen.
Aber es ging ja nicht, weil letzten Ferien ja fest war. Stimmt. Da war ja was. Wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, dass ich jetzt alle 2 Tage Wound Factory aufnehmen werde? Ich habe mich sehr gut dran gehalten. Ja, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Keine Ahnung, was wir letztes Mal gemacht haben. Das sind diese Aussagen, die man hören möchte von den Let's Player. Oh Mann, ey. Typisch, ich habe aber in letzter Zeit sehr viel zu tun, sehr viel Stress. Da ist die Lust nicht so wirklich hoch. Oh, hey, Gegengift kann ich mir auch bauen. Sehr schön. Da ist manchmal die Lust nicht allzu hoch. Ich schiebe eigentlich auch schon die ganze Zeit ein Projekt vor mich hin. Das ist auch schon sehr schlimm. Wie spät ist das gerade? Mal gucken, vielleicht kriege ich das danach aufgenommen. Mal schauen. Eigentlich schon. Ja, kann ich gleich aufnehmen. Morgen ist das Kürbisfest. Ich kann das gar nicht erwarten. Ja, jetzt habt das wieder eine. Ihr habt das wieder eine Line. Okay. Xavier war wahrscheinlich am Strand. Wahrscheinlich. Ja, dieses Strandding ist das, was ich am wenigsten benutzt habe. Ich habe nicht mal wirklich geangelt. Ich bin halt die ganze Zeit hier beschäftigt mit anderen Dingen. Feld sauber machen. Und hat man nicht gesehen. Könnte ich nicht mal die Strandaktivität nutzen. Es gibt tatsächlich noch ein... So, man kann sich das auch ein bisschen mit den Damen hier verspielen. Wenn man zeitgleich in die Umkleide reingeht wie die Frauen. Das finden die gar nicht so schön. Frag mich nur, wieso. Was würde ich tun? Vorhin war Candy hier, um meinen Kopfumfang zu messen. Ne? Ja, bei so einem Dickschädel brauchen wir auch schon einen großen Kürbis, ne? Am besten setzt ihr dann noch den Hut drauf. Oh boy. Vor allem Stella, was macht Stella? Stella hat kaum noch einen Kopf. Nichts gegen Stella. Ich mag die Frau. Oh god damn. Einiges stelle ich mir problematisch vor. Jawohl, es geht. Schwarze gemein. Beim Kürbisfest trägt man den ganzen Tag eine Kürbismaske. Findest du dieses Fest nicht merkwürdig? Ja. May I help? Good morning. Morgen ist das Kürbisfest, aber ich mag es nicht besonders. Warum denn nicht? Findest du es nicht peinlich, mit einem Kürbis durch die Gegend zu laufen? Hallo? Du redest mit einem Typen, der Katzenohren auf dem Kopf hat. Ich glaube, so eine Kürbismaske wäre da noch in Ordnung. Morning, nice weather. Morgen ist das Kürbisfest, dann tragen die Menschen alle einen Kürbis. Ich kann es kaum erwarten. Oh boy, ich habe das Gefühl, sie ist so eine richtige Sadistin. Dass Selfie auch keine Angst hat, dass irgendwer mal die Bücher klaut oder so. Obwohl, es ist eine öffentliche Bibliothek, also. Ich glaube nicht, dass da jemand wütend wäre. Aber hey, wir können unsere Liebe zu Selfie bald steigern. Es ist ja bald Herbst. Und da lesen wir ja wieder Bücher. Ja, heute ist Sonntag, da ist Melody nicht da. Die ist erst später da. Ist hier oben jemand? Ich würde gerne mal interessieren, wo der Part mit der Water die ganze Zeit rumläuft. Ich finde, die ist so selten. Vielleicht muss ich bald mal wechseln und nach links laufen, statt nach rechts. Aber ich muss eigentlich in die grüne Ruine reingehen. Das ist besser, wenn ich so laufe. Belastend. Servus, Danny. Was? Du Wichser? Wir sind anscheinend gerade, also könntest du etwas Sack gebrauchen. Morgen ist also das Kürbisfest. Muss ich bitte diese dumme Maske tragen? Ja. Warte, schlägt mir vor, hey, kauf Samen. Nein.
Kein Bock. Servus. Welcome. Good morning. Morgen ist das Kürbisfest. Nur gut, dass ich einen Vorrat an Kürbissen für diesen Tag angelegt habe. Du verwendest deinen selbstgezogenen Kürbis, nicht wahr? Welchen? Wann? Hast du Kürbis? Oh, da hast du eine Kürbismaske. Oh, wow. Kürbiskopf. Ich wollte jetzt nicht hängen lassen. You sure? Turner's Inn has a very calm atmosphere. He is also cooking the meals to fit my taste, so I feel very grateful for him. Das Kürbisfest? Tut mir leid, aber was ist so lustig daran, mit einem Kürbis auf den Kopf herumzulaufen? Das ist eine exzellente Frage. Good morning. Morgen findet das Kürbisfest statt. Es macht Spaß, eine eigene Maske zu entwerfen. Ist deine schon fertig? Nein. Ich muss aber einen Kürbis haben. Wann soll ich bitte einen Kürbis angepflanzt haben? Der Kürbis ist Sommersaat. Herbstsaat. Oh, na hallo. Good morning. Morgen ist das Kürbisfest. Aus diesem Grund stelle ich die Maske her. Ist für mich ein Kinderspiel. Das glaube ich dir. Du wirst auch schmieden. Oh, sind nicht hier. Ui. Schade. Bin ich ja gespannt auf das Kürbisfest. Wird super. Sehe schon, wenn ich das Spiel nächstes Mal starte, so, what the fuck ist los? Warum habe ich eine Maske auf? Und warum liegt hier Stroh? Hey! Morgen findet das Kürbisfest statt. Hast du deinen Kürbis schon bekommen? Unsere Familie hat vor 2 Wochen Kürbis gegessen. Das ist super. Danke, Turner, für diese Information. Findet das Kürbisfest statt. Zu Hause ziehe ich jedes Jahr Kürbisse. Und dieses Jahr freue ich mich ganz besonders drauf. Die sind alle sehr hyped, muss ich sagen. Ja, da bin ich ja gespannt. Die sind ja alle sehr gespannt auf das Kürbisfest. Und alle, die so von außerhalb kommen, verstehen nicht die Welt, warum dieses Fest existiert. Aber verständlich. Servus, Bianca. Ein Fest, bei dem man Kürbisse trägt. Was kann das schon für ein Bauernfest sein? Es war klar, dass sie das nicht mag. Da wird Tabata ganz große Überredungskünste brauchen, damit sie überzeugt ist. Cross hält mir erstmal wieder ein Gedicht, warum, weshalb, wieso das Fest nicht gut ist. Wetten? Morgen ist das Kürbisfest. Ich habe extra diesen Tag einen schönen Kürbis vorbereitet. Oh nein, never mind. Oh, selbst Cross ist vorbereitet. Hoho. Höret. Hallo, Selfie. Good morning. The weather is so. Ich mag das Kürbisfest. Das sieht hier. Ich mag das Kürbisfest, das sie hier feiern. Es ist sehr lustig, denn den ganzen Tag mit einem Kürbis auf dem Kopf herumzulaufen. Verstehe den Sinn noch nicht so ganz. Erik. Hey, young man. Hallo, warum brauchst du was? Ja. Endlich ist der Tag gekommen. Dieses Jahr werde ich vor allen Leuten einen großen Kürbis tragen. Ah, so ein typischer Farmer-Wettbewerb, I guess.
Meinst du, Not kann ich bei Rosetta mir noch einen Kürbis kaufen? Falls ich jetzt keinen Kürbis von Dings kriege. Ich kann eigentlich mal die ganzen Guides da mal zumachen, sehe ich gerade. So, wir wissen ja jetzt, dass Ebene 1 quasi für uns easy ist. Sehr schön. Oh je. Ich gehe ganz kurz gießen. Dann hoffe ich, dass es so gegen 12 ist. Dann gehe ich nochmal kurz zurück zu Eric, weil der steht meistens so gegen 12 an seinen Tresen. Und dann entscheide ich weiter, wie es geht. Und dann entscheide ich weiter. Ah, das ist natürlich eine Möglichkeit, die passieren kann. Ja gut, ich brauche halt scharfe Krallen, ne? Damit ich die Felder gleich besteigen kann. Natürlich unlucky. Komm, explodier. Danke. Die Ente ist super. So, ich freue mich ja schon, da unten lang zu laufen. Das kann ja nur gut super werden. Kann ich vorher speichern? Das ist eine gute Frage. Besser wäre es wahrscheinlich. Hey, young man. Ich wollte eigentlich kaufen, danke. Ein Stück Kürbis, ja. Oh, es gibt doch Kürbis im Sommer. Oh, wow. Anything else? Come again. The fuck? Ich dachte, es ist ein Herbstsort. Egal. Ich meine, ich hätte es wahrscheinlich bis zweimal anpflanzen können. Boah, schwer. Ja, ich hätte bis zweimal anpflanzen können. Egal. So, ich mache schnell die Kürbismaske, damit ich die schon mal besitze. Dann speichere ich, dann gehen wir in die Ruinen und dann müssen wir... Genau. Ich hatte die Sorte mir sogar schon mal geholt. Ah, fuck. Mais wächst sogar noch 3 Tage. Oh boy. Es ist tatsächlich jetzt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Obwohl nur Level 1 ist, aber. So, wie gesagt, wir haben jetzt genug Gegengift, dass ich das auch mal hier einlagern kann. Es ist ein Kürbiskopf. Gibt es noch eine Maske oder so? Nee. Also wird es wahrscheinlich da sein. Wunderschön. Ich bleib mal dabei. So, dann speichere ich. Gehen schließlich in die Lava-Ruinen. Gefahr ist sehr hoch, dass ich sterbe. Ich kenne mich. Die Frage ist, denke ich, es gibt noch weitere Mimics da drin. Ich weiß, dass wir in der ersten Etage einen Mimic haben, die ich auch definitiv noch gern besiegen möchte. Weil es würde mich schon interessieren, was die bringt. Die hält ja sehr viel aus und macht sehr viel Schaden. Kommt mir auch ein bisschen Fehlerplatz vor, mit keinerlei.
Aber ich bin gespannt, ich freue mich. Auf in Ebene 2. Wir haben jetzt zwei Chancen, uns die Höhle anzuschauen. Bisschen leveln. Umgucken. Looten. Bluten. Und ja. Das ist so quasi das Ziel, was wir haben. Am besten wäre es, die Treppe zu finden, dass wir schon mal wissen, wo die wo sie ist. Dass ich das wieder finde. Optimal wäre natürlich quasi. Oh, ich bin versiegelt. Rückzug. Der Feuergeist hat verdammt viel Schaden gemacht. Goddammit. Gut, dass die hier oben nicht mehr so viel Schaden machen. Schwierig jetzt so. Ah, schwierig ist es vergessen, aber das Zeug in die Fassungsbox zu sägen. Hoppla. Hopp, wir gehen mal zurück. Schließlich wollen wir auch Geld haben. Wer hat uns das Siegel gegeben? Ich hab by the way den Feuergeist halt null gesehen. Ich hab den Feuergeist wirklich hinter diesen Soldaten nicht, diesen Turret da nicht gesehen. Damn. Oh, gut zu wissen. Also der Feuergeist macht uns definitiv noch ein bisschen Damage. Damage. Well. Dass das Siegel jetzt auch weg ist. Ja, lutschen wir die Verzögerung und machen nochmal ganz kurz das Feld sauber. Ja, jetzt wird mal aufgeflossen. Gott, fühlt sich das komisch an. Können wir noch mit Melody reden? Das heißt, wir müssen unten definitiv aufpassen. Okay. Du besuchst doch heute mein Badehaus. Ja. Ich dachte, du sagst mir noch irgendwas wegen Kürbisfest. Morgen ist das Kürbisfest. Dann muss man den ganzen Tag mit einem Kürbis auf den Kopf herumlaufen. Das ist so eigenartig. Das kannst du laut sagen. Das ist Nolan. Sagst du was dazu? Hello. Und ich habe... Achso. Nein, natürlich nicht. Ich mag diese Katze, die auf der Schulter trägt. Die einfach so rumfloppt, so. Vor allem Nolan redet so, als würde der schon Dauergast sein. Das Ding ist, ich möchte eigentlich ungern jetzt umfallen, dadurch, dass morgen das Fest ist. Ich speichere vorher und falls was passieren sollte, lade ich und dann gehen wir einfach die obere Ebene nochmal durch. Das ist jetzt eher so mein Ding, meine Idee. Das heißt, ich muss unten definitiv aufpassen. Wer hätte damit gerechnet? Verzeihung.
Aber interessant, dass die Feuergeister mir so viel Schaden machen. Ich hatte eher damit gerechnet, dass die anderen Gegner so das Problem wären. Aber anscheinend doch nicht. Gut zu wissen, aber es ist eigentlich etwas, was gut ist. Dann gibt es die Eichhörnchen. Vielleicht droppen die mir eine scharfe Kralle. Frage ist eher, wo schaue ich mich jetzt um? Schaue ich mich jetzt in der linken Seite um oder gehe ich auf der rechten Seite weiter? Es sah nämlich so aus, als gab es rechts nichts weiter. Das heißt, ich würde sogar eher sagen, ich gehe mal zur linken Seite. Das Ding ist ja, ich bin ja eigentlich einmal nur durchgerannt, ne? Danke. Das ist ja so das Ding. Ich bin ja das erste Mal eigentlich nur durchgerannt, damit ich quasi den Shortcut habe, damit ich nicht oben nochmal durch muss. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich gelaufen bin. Gab es hier drüben was, wo man zum Beispiel lang konnte? Ich müsste, glaube ich, hier lang gelaufen sein. Ja, hier langs. Uiuiui. Lass mal Level aufsteigen. Bam. Hey, da. Aua. Oh, der ist tot. Okay. Oh, Erdkristall. Okay, das ist interessant. Also wir haben jetzt zwei von diesen Soldaten besiegt, ne? Damn. Trotzdem schon einiges in Erfahrung gekriegt. Was ist hier unten nochmal gewesen? Oh boy. Hau! Wie, du dumme Ente? Bleib hier! Erfahrung. Okay, wir müssen definitiv unten lang laufen erstmal. Gott, gibt das viel Erfahrung. Ach du Scheiße. Nicht nur gibt es viel Erfahrung, nein, wir kriegen auch verdammt viel Schaden, ey. Ich sag dir, das wird wahrscheinlich sogar noch ein längeres Unterfangen hier. Wenn wir hier schon so viel Schaden kriegen. Ich muss bedenken, die werden ja von Ebene zu Ebene stärker und wir kriegen ja noch neue Monster dazu. Wahrscheinlich. Mein Verlangen, das Reittier zu holen, ist gerade ein bisschen höher tatsächlich. Und falls ihr fragt, so, warum nimmst du jetzt das Gras mit? Ich brauche das. Ich brauche das Gras, Mann. Ich muss wahrscheinlich sogar nochmal in die ersten Ruine rein, einfach nur da das ganze Gras holen. Weil ich brauche Frühlingsgras. Was war hier oben nochmal für Gegner? Genau das, was ich suche. Nice. Bleibt mal stehen. Aua. Das ist jetzt nicht gerade das, was ich gedacht habe, dass die droppen. Wo ist der andere hin? Da. Meine Energie ist aber auch schon low, ey. Jesus Christ. Ich glaube, hier oben war der Feuergeist. Kann das sein? Nope. Oh boy, hi. Oi, 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 oi. Tschüss. Einfach mal vier davon da drin sind. What the fuck, Alter? Da oben sind vier Feuergeister und da unten sind einfach vier diese Eichhörnchen. Das ist dieses Layout davon. Damn.
Layout went crazy. Wir sind aber wieder fast in der Werb. Ja, gegen die Maschinen geht's auf jeden Fall. Gegen die Maschinen komme ich immer gut an. Also auf der rechten Seite ist quasi nicht wirklich was. Es sieht noch nicht wirklich was aus. Sagen wir es so. Damn. Okay. Ja, ich muss ganz kurz nachgucken. Also die Enten sind schon mal easy. Die kriegen wir locker weg. Die anderen sind so unser Problem. Und der Damage ist unser Problem. Das heißt, wir müssen definitiv was gegen den Schaden machen. Wahrscheinlich mehr Handwerk. Ja, dann müssen wir mal schauen, was das nächstbeste für uns ist, quasi. Vogelfeder Stufe 7. Stufe 3. Und Zaut Stufe 6. Und Zaut 1. Den Erdkristall kann ich aber behalten. Ja, die anderen zwei Sachen kann ich mal wieder reinlegen. Scharfe Kralle wären mir lieber gewesen, statt eine Monsterhaut. Ja, wenn es ein bisschen Geld. Ja, das heißt, wir sollten mal gucken, was wir als nächstes brauchen mal. Ich brauche auf jeden Fall eine Garnmaschine, das weiß ich schon mal. Das ist schon mal wichtig. So, wir haben Katzenohren, das ist schon mal stark genug. Wir müssten zum Beispiel unseren Anhänger mal wechseln. Genau. Kleines Handtuch wäre zum Beispiel besser, das hat 10 Verteidigung. Ein Strickschal wäre sogar noch besser. Brauche ich mal was des Dings. Hier hat mir die ganzen Wasseranhänger. Critical 7, das kann ich nicht mal herstellen. Könnten wir zum Beispiel unsere Wasserwaffe verbessern, wenn wir eine bessere hätten. Hätte auch sehr viel Verteidigung. Ich habe leider keinen Wasserkristall. Ich kann aber den Erdanhänger machen. Ich würde eher mir den Wasseranhänger machen. Ich bräuchte eigentlich alle Anhänger, wenn man so will. Beziehungsweise ich bräuchte eigentlich bloß die zwei Anhänger, statt das Wind- und Wasserangriffe. Habe ich einen Windkristall? Dann könnte ich mir den Windanhänger machen schon mal. Wasserangriff plus 8, Wasserwiderstand plus 15. Müsste ich mir eigentlich auch den Feueranhänger machen, aber Feuerresistenz plus 8 bloß. Warum ist das so scheiße? Ja, Platin ist wahrscheinlich in der nächsten Dings drin, so weit bin ich noch gar nicht. Ja, also entweder Sturm oder den Wasser mehr machen. Ich könnte mir den Sturm machen. Davon habe ich ja alles. Speichern wir mal vorher, nicht, dass mir das zu viel Energie abzieht. Ich traue mir das nämlich ganz gut zu, dass das nämlich nicht reicht. Ich habe nämlich genau ein Windkristall, das reicht nämlich. Vogelfeder habe ich auch und Silber habe ich mehr als genug dabei. Ne? Lass mich schon mal wenigstens einen Anhänger testen, die schon mal ein bisschen besser sind. Du musst doch üben. Really? Damn. Ich werde einfach geskillcapped. Oh, mein Handwerk ist auch erst Level 9. Oh boy. Okay, also ich könnte es machen, aber Spiel sagt nein. Okay.
Also wäre es wahrscheinlich sogar gut, wenn wir vorher alle Rezepte machen. Dann können wir uns mal ganz kurz ein Stück Wolle nehmen. Und billige Kleidung. Können wir uns mindestens das kleine Handtuch machen. Boah, das zieht mir sogar wirklich Energie ab, wenn ich das versuche. Okay. Sind wir jetzt bei Skill Level 10. Was wäre denn beim Wappen das nächste? Ledergürtel, die Anstecknadel wäre besser, aber da brauche ich eine scharfe Kralle, habe ich natürlich nicht. Die Broschen wären besser. Ich brauche Rubin und Silber, dann könnte ich eine Rubinbrosche machen. Das müsste ich sogar herstellen können mit 27. Hat sogar Angriff. Kriechgürtel, ja, das ist ein bisschen zu stark. Die Caps kann ich noch nicht machen. Weil besser wäre eh hier unten, ne? Also ich müsste eh alle oben machen. Ich finde das Korsak sogar nicht mal besser. Ich finde die schwarze Robe sogar besser. Ah, hier ist es dabei die Ringe, die bei uns besser sind. Goldarmband, billiges Armband, dreimal Gold. Aber da kriegen wir besser. Vielleicht finden wir ja noch Gold in den Lava-Ruinen. Weiß man ja nicht, ne? Armbandor. Ah ja. Saphirring wäre gar nicht mal so schlecht. Platinring wäre nice mit 30 Angriff mehr. Gut, Diamantring wäre natürlich das Beste, ne? Sehe ich schon, wir werden noch einiges zu craften haben hier, damit wir da vorankommen. Aber ich glaube, das nächste, was wir probieren könnten, wäre die Rubinbrosche. Wo gehe ich lieber auf Verteidigung? Obwohl, Angriff könnte ich auch gebrauchen. Max HP plus 15, vor Angriff plus 12, ja, das ist sehr nebensächlich. Also ich glaube, das ist, was ich nächstes Mal probiere mal. Oh, kleines Handtuch kann ich irgendwie mit dem schenken, ne? Frage ist wem. Wie sieht das überhaupt aus? Hm. Wer könnte denn Schal gebrauchen? Das ist eine gute Frage. Ich setze erstmal den Kürbiskopf auf. Aus. Ja, aber wir machen hier Feierabend. Sind ja quasi durch. Wir wissen, dass wir an unserer Ausrüstung arbeiten müssen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ach ja, schön die Musik wieder. Deswegen mache ich die muted. So, ich bedanke mich fürs Zusehen, dass ihr zugesehen habt. Ach Gott, ja. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Rune Factory. Ich bedanke mich und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.